nicht. Nicht deswegen. Okay. Wieso Fallprotokoll aktualisiert? Hard to believe anyone could live here. Doch er. Victor. Oh, da ist der Kopf. Und es ist Adam. Los, komm. Ja. No. Oh God. No. This can't be happening. It's not fucking happening. Dad? What? Dad, are you there? Yeah. What kind of a sick game is this? Dad, I'm still alive. The head. Yeah. Don't connect to it. Adam? Adam, are you there? I need your help. There's a place. It's called Sanctuary. Okay. Adam. Adam. Just try to... Try to call me back. God damn it. Okay, wir sollen uns ja nicht mit dem Kopf verbinden. He came to me again. The man from the looking glass. Splicers. Haven't we invented enough ways to screw ourselves up? Nochmal. He came to me again. The man from the looking glass. Yeah. His voice is soothing. Like leaves rustling in the wind. He's the only one who understands. Okay. The only one who cares. He made me see what I was lacking, what I must do. But what he's asking, am I strong enough? Of course I am. That's the coward Victor talking again. Enough talk. Ugly human words hurt my throat. I can barely get them out anymore. It's time to act. Okay. A splicer, a lunatic, and a junkie. Perfect combo. Yeah. Und ja, ich bin nicht in, ich hab's nicht versucht, weil er gesagt hat, ich soll es nicht tun, sondern weil ich hab keinen Bock mehr. Irgendwen in den Kopf zu gucken und dann also diese ganze Scheiße und oh nee, das ist nicht so meins. Ich bin lieber hier so. Auch wenn es auch nicht wirklich schön ist. Nicht, wenn ich falsch verstehe, mir gefällt das Spiel. Ich mag es, aber irgendwie. Ja. Ich schaffe es halt, ne? Ich sollte nicht reden, wenn, er ist tot! Wenn gerade laut ist, sollte ich nicht reden. Diese Atmosphäre ist immer in den Spielen so gut. Oh, ich freue mich so auf... Hey, er ist auf 4-2. Was ich immer noch nicht gespielt habe, aber definitiv meiner Liste ist. Ach, er ist doch tot. Lass mich in Ruhe. Ja, ich weiß. Oh, nee, ne? Ja. Ja. Willst du nichts dazu sagen?
Oh, kannst du nichts dazu sagen? Oder beides? Das ist die Frage, ne? Was zur Hölle geht hier los? Was geht hier ab? Was ist hier los? Das ist... Ah. So ein weirder Shit hier. Wow. Einfach nur abgefahren. Einfach nur krank. Einfach nur krass. Ich liebe es. Wow. Oh, und ich freue mich jetzt noch mehr auf Cyberpunk. Verdammt. Das ist noch so lange hin. Ah, ich werde noch so viele verdammt gute Spiele spielen. Glaube ich. Na, ich weiß es. Was ich gut finde, müssen dann andere nicht gut finden und andersrum. Nur weil andere vielleicht ein paar Spiele die Spiele nicht gut finden, heißt das ja nicht, dass ich dann deren Meinung auch übernehmen muss. Ja, gerade in Bezug auf Layers of Fear 2 soll wohl nicht so toll gewesen sein. Aus manchen Kreisen habe ich das gehört. Deswegen... Oder nicht das, was erwartet wurde. Aber ich weiß ja jetzt, dass es keine Fortsetzung des ersten Teils ist. Was ich auch eigentlich nie erwartet habe. Oh, hier sind wir jetzt rausgekommen. Cool. Ne, deswegen lasse ich mich einfach von der Story so ein bisschen dann tragen. Die mir das Spiel halt geben will. Ungeachtet dessen, was im ersten Teil mit dem DLC passiert ist, weil es für mich auch eine abgeschlossene Geschichte gewesen. Es war jetzt nichts, wo ich jetzt sage, da wäre noch was Offenes, ist ja alles abgeschlossen gewesen. Glaube ich. Ich guck nochmal da hinten. Jetzt habe ich aber den letzten Kapitel gar nicht gehabt von hier, Beides ist Horst. Mit Schwert und Flamme und so und Schwinnen und keine Ahnung. This is our sanctuary. Come on, say it to me. Okay. Sehr schön. Sehr schön. Steh drauf. Gefällt mir. Wow. Kann ich jetzt weiterspielen? Also mit dem... Sonst war das. Soll ich mich hier hinsetzen? Was soll ich tun? Anscheinend nicht. Hier? Nö. Hier? Ja. Good evening, was willst du von mir? Sir. Welcome to the Sanctuary Salon. Please state your full name. Daniel Lazarski. Identity confirmed. Subscription status active. Thank you, Mr. Lazarski. Okay. Your capsule is ready. Ja, ich habe mir jetzt nicht gedacht, dass irgendwie mit einer KI zu kommunizieren, ne? Ihr zu sagen, sie zu fragen, warum, wieso, weshalb. Wird wohl nicht so viel sein. Na komm, gehen wir mal rein. Jetzt gehen wir in die A, ne? Okay. Wenn das VR ist, kann ich bitte wieder zurück? Ich will nicht mehr in VR sein. Das ist nicht so, wie ich mir VR vorgestellt habe, ja? Boah, ist das krass. Alter.
Ich bleib doch hier. Das sieht so krass aus. Ah. Oh, wo soll ich hin? Adam, wo bist du? Du wolltest doch, dass ich hierher komme, dann musst du auch mit mir kommunizieren. Bitte? Ich habe ein ganz großes Bitte dagelassen, ja? Oh, da ist er. Er ist wirklich tot, ne? Yes. I know it's hard to believe after all you've seen, but I need you to trust me on this. You don't have much time. What about the body I found? It's complicated. What you found wasn't me. Not anymore. But I'm here right now. Sein Körper ist tot, aber seine Seele nicht. Prove it. How would I do that? Just try. Tell me something only we would know. Ja. What? When I was a child, you would sometimes wake me up before dawn. We'd go down to the river and watch the sunrise together. And for that smog to clear just enough that we could see the mountains. And it never happened. Of course. But we kept trying, didn't we? I know you were working for Tyrone. How are they involved in all this? Das freut mich auch. In all the wrong ways. I have to admit, you were right about the corporation. At the end of the day, all that matters to them is the bottom line. Das war klar. What were you working on? Imagine if all your thoughts, your memories, everything that defines you could be transferred into a digital realm, to exist long past your physical body. Beyond limitations. Beyond sickness and death. Wirklich noch leben? Beyond being human. Just to keep existing. Ja. Sounds like a living nightmare. Das ist genauso. Ja. I knew you wouldn't understand, but you will soon. Er hat es gemacht. Helena saved your research and smuggled it out of Cairo. Ja. Yeah. Got her killed. Yes. And I mean, oh. It wasn't a part of the plan, but I had to. The project was too important, Dad. What about the surgeon? What was his angle? Yeah, Jack. He admired what I was trying to accomplish. Actually, I think he wanted to be me. I still don't see how the splicer fits into all this. He doesn't. That's why we didn't see him coming. He was an unforeseen factor. A convenient tool. When did you become this digital ghost? When the splicer came for me? I had to improvise. Managed to get out before it was too late, hoping they couldn't follow me into the web. But they could. They came after me with a virus, a hunter-killer algorithm. It's eating through my defenses. If they break down, I'll be also, gone als er uns gerufen hat, war schon. We can't. I tried masking my signature, but it was too late. If I could bust out of the building's internal network, I might be able to outrun it. So we need to lift the damn lockdown. The source of the signal is well protected. It's like the mother of all firewalls. Which gives us only one option. A manual override. That's where you come. Where does the signal come from? I couldn't pinpoint the exact location, but I've narrowed it down. It seems to have originated in the adjoining building. The high rise? Yeah. I think it's the epicenter of all this madness. Signal appears to be coming from the upper levels. And Dad? Okay. Watch your step. Chiron still has control over that place. And you. Not anymore. Yeah, that's what you think. The more you struggle, the harder they try and get into your head. This just keeps getting better. Darkest before dawn. Which reminds me, once you get out, follow the light. Yeah, okay. Das klingt sinnvoll. Das war ein sehr kurzes Vergnügen im VR-Bereich.
Ich weiß nicht, ob ich das wirklich gemacht habe. Und allein schon das Zeichen, dass immer das Fallprotokoll aktualisiert wurde, zeigt doch schon, dass wir immer noch, ja, zugehörig sind. Hier wird doch auch was, ne? Oh. Ja. Sind wir wirklich draußen? Ich guck mich nochmal um. Vielleicht finde ich ja hier noch was. Okay. Irgendwas stimmt hier doch nicht. Ich glaube, ich muss die hier hin, ne? Ja, ich glaube schon. Oh, ich mache großen Fehler, aber... Okay. Nein, ich muss hier hin, ne? Ich kann den großen roten Knopf nicht drücken. Hi. Hallo. Willst du mich nicht begrüßen mit deiner engelsgleichen Stimme? Kann ich den großen roten Knopf nicht drücken? Okay. Okay. Irgendwas passiert doch noch. Da wird doch noch irgendwas passieren. Schon wieder. Ah, schon eine ganze Pelle. Okay. You've been exposed anyway. Keep it together. Okay. Wir wurden jetzt auch die Fragen ausgesetzt oder irgendwie sowas? Currently, Nanophage Outbreak. Ja, irgendwie war das klar. Sind das diese Kapselwohnungen, von denen wir gelesen haben? Is someone out there? Help me, please. Wo bist du? Ach da, glaube ich. What's going on here? Why are you people in capsules? They've locked us in. These bastards. We're not even sick. Let us out. How do I open the capsules? I think there's a control room nearby. Just follow the light. I'll do what I can. If you can't help me, please. My son is still out there. His father has gone insane. Delirious, I'm afraid of him. Do something to our boy. You can't let that happen. Okay. If I can find him, I'll get him out. Aber vielleicht redet sie von Victor. You've always been such a good boy. What did you say? Das war, glaube ich, Victors Mutter. Und so langsam vermischt sich das alles mit unseren weirden Kopf. Wir sollen dem Licht folgen, ne? Fangen wir mal den Weg. Follow the light. Okay.
Ist das die Zukunft? I want this entire floor purged. Sir, some of the patients are still symptom free. For now, we need to cut our losses. I'm not losing all my subjects out of some misguided sense of empathy. Okay. Bin aber auch empathisch. So ein bisschen. Glaube ich. Wow. Ja. Nicht du schon wieder. Rein. Ah, okay, hier hätte ich auch reingekonnt. Das ist einfach nur zum Verstecken, wenn er hier lang kommt. Quasi. Kurzer Reminder. Daran, dass man hier nicht allein ist, ne? Gibt. Komm. Oh Gott. Damn. Das ist so anstrengend. Ich warte. Ich hätte vielleicht früher gehen sollen, aber jetzt warte ich. Aber jetzt kommt er definitiv. Ich höre ihn schon. Hi. Na? Ja. Hier ist nichts. Wir können gehen. Krass. Ich mag solche Verfolgungen überhaupt nicht. Das ist überhaupt nicht meins. Das reicht nicht, wenn ich nicht weiß, hin muss. Oh, Outlaws wird schrecklich. Soll ich auch noch? I'm not sure about it. Hier drin fühle ich mich wenigstens ein bisschen safe.
Kommt. Ja, ich weiß jetzt überhaupt nicht, wo ich hier muss. Na komm. Ja, ich weiß, dass du da bist. Sollte mich hier drin aber nicht sehen. Ach, geh einfach. Ja. Jetzt haben wir uns alle lieb gehabt. Oh, ich weiß doch, dass du da stehst. Der steht nicht da. Ja, komm. Oh, ich fühle mich so, als wenn ich hier durch keine Ahnung was gehe. Lass mich da rein. Das war knapp. Das war so knapp. Oh, ich habe zumindest das Gefühl, dass das so knapp war. Vielleicht war es auch gar nicht knapp, aber wow. Das fühlte sich gerade so knapp an. Wo muss ich denn hin? Ich gehe wahrscheinlich ganz im Kreis, ne? Es sollte doch dem Licht folgen. Keine Ahnung, was ich hier tue.
Hier bin ich doch schon gewesen, ja. Keine Ahnung, es hat gerade unten gerade ein Symbol gegeben, also ja. Bin ich jetzt endlich raus?